Ich wieder. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir hier hingehen? Wüste der... Ach, das ist erst die Wüste der Stille. Alright, let's go. Das ist Nordarmee, was machen die denn hier? Dankeschön, das machst du fein. Celestine, kannst du dich selber heilen? Jo, danke schön. Gut. Und jetzt Feuerwegen los. Das war irgendwie jetzt nicht so geplant. Naja, wir sind hier auf jeden Fall in der Wüste der Stille. Da ist der Haken. Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir hier, ne, tatsächlich auch... Och Mann, kannst du nicht einfach mal dein Ziel ändern? So, Quo-Cell. Du hast nichts, was einen hat, ne? Nee, hast du nicht. Das ist nicht gut. Und gib's ihm los. Hey, Shanebreak, sehr gut. Yes, I avoided the attack. Hau ihn weg, los. Sehr gut. Und jetzt hau den nächsten weg. Na, der... This is my power. Also Celestine ist gar nicht mehr so schlecht im Heilen. Oh, es gibt's eben. I'll help. Although sometimes your face really pisses me off. Damn it! I should have known better. Ein so ein Eis-Dingsi. Eisauflage, ja. So. Und dann hier einmal das. Gut. Dann wollen wir noch um die letzten kümmern. Gut, kümmern wir uns auch prima zuerst um den Zauberer. Hau ihn weg. Sehr gut. Na, Celestine, heil dich. Los. Heil dich. Heil dich. Mädchen, heil dich. Brav. Puh, du machst mal hier und dann setzt das bitte einmal für Juto ein. Sehr schön. Und dann gibst du ihm nochmal so eine Eisauflage, obwohl gerade hast du eine gekriegt, ne? Na egal, so. Gut, und dann kriegt Quo-Cell auch noch eine Heilung. Schön. Dann können wir ihn ja jetzt hier frei machen.
Danke für die Rettung. Ihr seid die Counter-Sentinel-Einheit, nicht wahr? Ich kann kaum glauben, dass der Gegner so weit vorgedrungen ist. Juhu! Level 29. Schatzkiste. Wow. Können wir mit dir über sonst noch was reden? Warte eine größere Hilfe von hier aus, schaffe ich es alleine zurück. Okay. Das sieht cool aus, diese Dinger. Ein bisschen eintönig, aber auch irgendwie cool. Wie sie so ruft auf jeden Fall. Wir müssen immer die Bilder, ne? Das nicht, ich mag's. Ja. Skills. Einmal ganz kurz gucken. Zwei Handschwert. 74. So. Wobei ich echt überlege, ob ich auf den gehen soll, wobei das kostet 8 kann. Verwirrende Schläge auf einen Feind von allen Seiten. Ach nein, wir erlernen erstmal das. Und dann gehen wir auf Angriff plus 7. Ja, Demolierer mit wirbelndem Schwert. Klingt eigentlich auch nicht schlecht. Ich wollte noch bei den anderen gucken. 29. Hier brauchen wir 100. Nova Kick gefiel mir sehr gut, aber da brauchen wir 70. Feuerregen. Gefällt mir auch sehr gut, da brauchen wir 45. Kann ich den Plasmaball updaten? Nee, kann ich nicht. Den lodernden Speer auch nicht. Ich bin so anstrengend. Gut, Aroma. Kann ich da was machen? Aromafrische. Erhöht Verweihrauch. Erhöht das. Klingt gar nicht schlecht. Was ist beim Bogen? ...65 und 100. Für das Update brauchen wir 40. Und für das Update brauchen wir 50. Das ist ja super. 40, 30, 30. Bevor es hier weitergeht. Ach, ist das ärgerlich. Verwendet Weihrauch, fügt den Feinden Schaden und Stummheit zu. Was ist mit ihm? Axt. So. 100 braucht es hier. Der 5er Hieb brauchte 60. Dann nehmen wir den mal mit. Schnelligkeit 10. Upgrade. Ja. Was kostet das Upgrade? 30. Gut. Hatten jetzt bei Tuto geguckt. Ach ja, genau, der hatte nur noch 2 über. Wegen dem Demolierer. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Obwohl erst noch gucken, ob hier irgendwelche Kisten sind. Hier wohl nicht. Hier runter. Nee, auch nicht. Keine Captain Obvious Kiste. Oh, ich will wissen, warum Melissa sich der Seite der Nordarmee angeschlossen hat. Hatte die Königin irgendwie einen Plan, Shuanzai zu töten? Wollte die Juto töten? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen Plan. So 0, nichts an Plan. Ich hätte gern wieder Juto, aber irgendwie läuft sie mir doch ein bisschen zu komisch. Falsche Richtung. Da lang, Juto. Da lang. Wo geht's darüber? Ach ja, Coyote Canyon. Gut, wir haben jetzt das Kraut. Wir haben alle Nebenmissionen soweit erfüllt. Oder? Warte, falsche Karte. Ich hab's mit den Tasten nicht so. Informationen. Missionsjournal. Geheimdokumente bergen. Ach ja, richtig. Ja, richtig. Das war ja die tolle Mission im Coyote Canyon. Aber da wir die noch nicht verloren haben, heißt das, dass wir auf jeden Fall nochmal in den Coyote Canyon kommen. Oh, da ist so ein Typ. Ja, den nehmen wir doch noch mit. Oh, hau ihn weg. Sehr gut. Okay.
Teamkameraden, wie wär's, wenn ihr auch was tun würdet? Teamkameraden. Beide, ach Gott, Kamera. Sehr gut. Gut, und dich nehmen wir auch noch mit, weil wir es können. Heiße Frisur hat das Viech übrigens. Und tschüss. Ja, das ist echt gut, dass wir einen zweiten Heiler haben. Ich glaube, ohne Heiler wird das sehr übel aussehen. Dum, dum, dum. Dann laufen wir jetzt zurück. So. Da sind nochmal die Bohrwürmer, oder wie sie heißen. Let's go. Die nehmen wir natürlich mit. Weil die machen kaum Schaden und geben trotzdem einiges an Erfahrung. Das finde ich gut. So. 3, 4 und dann. Wow, 30. Ja, das war gut. So. Da sind Windkans. Da würde sich ja unser hier Schnuckiputz Selfie drüber freuen. Oder Selfie. Quose, mach du mal. Time to face defeat. So. So. Dann haben wir das auch. Und dann können wir da tatsächlich die Mission abgeben, können tatsächlich die Pflanze abgeben und können uns dann tatsächlich final endlich mal um die Lati kümmern und um die ihre Ausbreitung. Die Luft ist rein. Ach ja, stimmt. Die eine Mission war ja das mit den Bogenschießen. Das hatten wir ja auch schon fertig. Diese super tolle Mission mit dem Bogenschießen. Was ist eigentlich passiert, wenn wir keinen Bogen gehabt hätten? Das sind Fragen über Fragen. Ja, Biologe. Wir wollen zum Biologen. Laufen dann diesmal so rum, in der Hoffnung, dass es kürzer erscheint. Sieht das Rückteil eigentlich so komisch aus? Ich weiß es nicht. So, Herr Biologe. Jetzt kriegen Sie Ihr scheiß Blümchen und dann will ich endlich mal was sehen hier. Hallo. Ah, das Gras. Es wird eine Weile dauern, den Trank zu brauen. Ich melde mich, wenn er fertig ist. Oh, Level 28. Ich werde dir einen Brief schicken, wenn ich fertig bin. Bitte hab Geduld. Okay. Das heißt, in der Zeit können wir dann mal eben in die Dings laufen. Na, ich denke mal, das ist auch so gedacht, dass wir diese eine Mission abgeben. Mit den gestohlenen Kamons. In der Händlergilde. Sind wir eigentlich immer automatisch geheilt, sobald wir hier in die Stadt kommen? Sieht so aus. Ja, Celestine hat auch bald Argo ein. Ich weiß auch nicht, Argo verkümmert bei mir irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe Juto als Nahkämpfer und ich habe lieber zwei Fernkämpfer an meiner Seite. Es sei denn jetzt bei Celestine, da habe ich ja keine andere Wahl, außer hier, ne? Weil ich echt sagen muss, ne? Quoselle macht perversen Schaden. Also wenn man den so spielt, wie ich ihn jetzt gespielt habe, alter Schwede.
Alter Schwede, ich weiß nicht, ob der mit seinen kleinen Fäustchen da mit den Handschuhen genauso viel Schaden machen könnte. Ich weiß auch nicht, der wirkte auch irgendwie immer so erhaben, ne? Also mit dem Adligen passt schon so zu ihm. Was seid ihr denn für welche? Ich unterhalte mich gerade mit meinem Freund. Seht ihr das nicht? Wie rücksichtslos. Sucht ihr Liebhaber? Nicht die Hölle. Ist mein Freund nicht absolut heiß? Haha. Nein. So gar nicht. Und kleinen Moment. Da stellt man schon den Ton aus und trotzdem geht der Ton immer wieder an. Nicht schön. Gut, dann wollen wir einmal rein da. In die Kaufmannsgilde. Und dann wollen wir die Mission abgeben. Ah, da sind sie, die gestohlenen Kamons. Dank euch wird das Ansehen der Kamon-Gilde gewahrt bleiben. Bitte nehmt diese kleine Belohnung. Level 3 Schnelligkeit und Level 3 Ausdauer. Dankeschön. Ach, herrlich. Gut. Dann wollen wir mal ganz kurz einmal in unsere Waffen gucken, ob sich das irgendwie lohnt, dass wir das benutzen. Bisher nicht. Da kann ich auch alles mögliche andere reintun. Ausdauer Level 3. Eieiei. Was ist denn, wenn ich hier... Warte mal, bei wem ist das jetzt? Co-Cell, ne? Ausdauer Regeneration Level 3. Immunität. Sehr gut. Ja, so lässt sich's auch leben. Starkbogen. Ausdauer Level 3. Ingwerlilie. Da können wir ja dann hier Ausdauer Level 3 reintun. Haben wir Int ist eigentlich ganz gut. Schnelligkeit 3, obwohl sie braucht Leben. Sie braucht Leben, verdammt. Doll. Ja. Und du hast immer noch diese bescheidene Axt. Was sollen wir mit dir noch machen, Argo? Total de-equipped. Und alles. Ist das eine Alter, wie oft bin ich an der Kiste jetzt bitte vorbeigelaufen? Naja, war nicht viel. Aber immerhin. Kriegen wir jetzt eine Nachricht? Bitte. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir tun könnten? Wir haben so viel Geld. Eigentlich könnten wir ihm wirklich mal eine... die Waffe gönnen. Die neue. Kaufen. Da, die Axt. Die gibt aber nur 5 mehr, Alter. Dann lieber das hier. Ausrüsten. Gut, Katzenglöckchen. Oh Gott. Ich stelle mir das vor, wie Argo mit einem Glöckchen um den Hals durch die Gegend läuft. Das verstört mich. Das behalten wir. Obwohl, 68. Na gut, den können wir verkaufen. Die Schneeblume können wir eigentlich auch verkaufen, sehe ich gerade. Und das können wir auch verkaufen.
Nee, zum Ringhändler gehe ich nicht nochmal. So, kriegen wir jetzt Post? Ich hätte nämlich jetzt gerne Post. Ansonsten, oh Gott, meine Stimme, Moment. Ansonsten fällt mir halt nur ein, dass wir uns einmal aufs Ohr... Oh Gott, meine Stimme ist weg, das tut mir so leid gerade. wo wollen wir denn jetzt eigentlich raus? Ach hier. Ja, jetzt geht's mit der Stimme wieder halbwegs. Sefi steht im Hauptquartier rum, hat sie ja gesagt. Na, dann gehen wir halt einmal eine Runde ratzen. Ratzen und rüben. In dem Quartiergedöns da. Und dann werden wir wohl die Post schon bekommen. Wünsche ich ihm zumindest. Rate ich ihm. Langsam wird der Spruch auch eintönig. So. Ja. Wir möchten uns einmal ausruhen. Auch eine sehr schöne Ausruhmelodie. Sagt die eigentlich was Neues? Ein Hurra auf die Südarmee und runter damit. Ich glaube, das ist immer noch dasselbe. Du hoffnungsloser Fall. Oh. Ja. Oh, trifft's ganz gut. Gut, schlafen hat also anscheinend auch nichts gebracht. Haben wir noch irgendeine Art von Nebenmission? Informationen. Missionsjournal. Ach, red nicht von der Mission. Wir müssen für Quarzel dahin. Aber müssen wir denn jetzt erst dahin, das besorgen und dann zurück? Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Das wäre ja ein doppelt Gerenne. Das macht das Spiel eigentlich mit einem nicht. Ich gehe jetzt nochmal zum Biologen und mache ihm Dampf. Ich werde einen Brief schicken, sobald ich mit der Vorbereitung fertig bin. Bitte hab Geduld. Hm. Wir müssen bestimmt irgendwo hinlaufen. Oh Mann! Ich will den Melissa-Text lesen. Keine Ahnung. Du musst jetzt einmal aus ABC raus und dann wieder rein. Ich habe keine Ahnung. Oder muss wirklich Zeit verstreichen? Ach, wir haben noch genug Entfroster. Oder wie das da heißt. Oder Endfeuergedöns. So, dann gehen wir mal raus. Und ich denke, ich speichere hier einmal und mache dann Feierabend. Und wenn ich mich dann das nächste Mal wieder in das Spiel einlogge, ne, dann muss es ja so toll sein. Aha, er klebt sich das so auf den Rücken. Interessant. Und dieses Orangene gehört zu dem Schwert. Hm. Ich sag mal, ein langes Schwert. Und ein schönes Schwert. Naja, wenn wir uns jetzt das nächste Mal wieder in das Spiel hier so anschalten, ne, Gedöns, dann haben wir bestimmt das Glück, dass wir da sofort Post haben. Also wünsche ich euch dann, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Magna Carta 2.